Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und ja, endlich wieder Combat Mission. Diesmal erneut mit Red Thunder. Hatte ich ja schon mal ein Let's Play mit Dudienka, das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen und ich habe wieder ein Szenario ausgesucht, das etwas größer ist. Also wir selber kommandieren hier ungefähr Bataillonsgröße, also haben einiges zu tun, aber sagen wir es mal so, das Bataillon ist etwas zusammengeschrumpft. Warum ist das so? Fangen wir vielleicht einfach mal an mit den Grundvoraussetzungen, die hier für dieses Szenario gelten. Ihr wisst, obwohl es natürlich ein Szenario ist und eigentlich außerhalb der Karte nichts passiert, ist es für mich immer sehr, sehr wichtig, so ein kleines bisschen Background zu haben. Um was geht es hier in der Schlacht? Was sind die Hintergründe? Warum muss ich was erreichen? Dann füllt sich das Ganze für mich ein bisschen mit Tiefe und ich habe auch einfach mehr Lust und sehe auch mehr Sinn darin, warum ich diese Mission, wie wir es jetzt dann auch gleich machen werden, durchführen werden. Situation, es ist 13 Uhr am 6. Juli 1944 und wir befinden uns hier, um das Ganze mal ein kleines bisschen einzuordnen, in der Operation Bagration. Das war im Prinzip eine sehr, sehr große Sommeroffensive der Sowjets im Jahr 1944, begann am 22. Juni, also relativ kurz nach dem Start der D-Day, der Invasion der Normandie durch die Amerikaner. Diese Großoffensive zielte darauf ab, die Heeresgruppe Mitte größtenteils zu zerschlagen und zu vernichten. Das hat auch funktioniert. Also das war tatsächlich etwas, was ja, der Ostfront, sage ich jetzt mal, das Genick gebrochen hat. Damit wir ein kleines bisschen einordnen können, um was es denn hier eigentlich jetzt gerade geht, befinden wir uns jetzt heute am 6. Juli. Der Vormarsch der Sowjets ist jetzt bereits schon, das heißt Start am 22. Juni und bis zum 6. Juli sind die Einheiten soweit fortgerückt. Wir haben hier unten die Stadt Minsk und hier oben ist Vilnius. Jetzt ist es so, dass zwischen Vilnius und Minsk eine sehr wichtige Eisenbahnlinie läuft. Generell ist das Gelände, in dem wir uns jetzt hier befinden, relativ bewaldet. Deswegen haben die Deutschen auch versucht, hier, ich sag mal, einen kleinen Sperrriegel zu errichten und den Vormarsch der Operation Bagration hier in dem Bereich etwas zu verlangsamen. In dem Bereich, in dem wir uns befinden, ist hier unten die 5. Panzerdivision. Und ja, da sind wir im Prinzip Teil davon oder beziehungsweise die Reste von dieser 5. Panzerdivision. Die 5. Panzerdivision hat schon die letzten Tage sehr, sehr schwere Gefechte gehabt und ist ziemlich ausgeblutet. Wir werden auch gleich sehen, wie weit sie ausgeblutet ist, aber es sind tatsächlich wirklich bloß noch ein Schatten ihrer selbst. Aber trotzdem haben wir den Auftrag erhalten, dass wir den Vormarsch der Sowjets in dem Bereich Smorgon-Molodechno, das sind zwei Städte und da laufen im Prinzip die Bahngleise mit vorbei, die Sowjets hier im Prinzip anzugreifen und die Bahnverbindung zu unterbrechen, um dort den Vormarsch der Sowjets deutlich zu verlangsamen. Und genau hier setzen wir jetzt nämlich an mit unserer Mission, dass wir im Prinzip in die Flanke der Sowjets stoßen, einen Vorschuss machen und die Bahnlinie sozusagen wieder frei bekommen. Also, unser Auftrag ist es, möglichst weit Richtung Norden vorzustoßen und die Geschwindigkeit und Beweglichkeit unserer Kampftruppe, die besteht natürlich aus der 5. Panzerdivision, aus den Resten der 5. Panzerdivision bestehen, nach Norden vorzustoßen und den Sowjets in die Flanke zu stoßen. Zur Verfügung stehen uns hier für diesen Auftrag, ja, die Reste der 5. Panzerdivision. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Natürlich die Kämpfe jetzt auch bei der Operation Bagration waren schon sehr, sehr heftig. Die 5. Panzerdivision kam aber auch schon recht gebeutelt aus weiteren Einsätzen davor. Und deswegen hat sich hier die Kampfgruppe Lippert gebildet. Die besteht aus einmal dem Hauptquartier, wir mit unserem Kommandofahrzeug, einem Panther. Dann aus dem 2. Bataillon Panzerregiment 31. In dem Fall die 5. Kompanie, bestehend aus 7 Panzer 4H, die 8. Kompanie aus 6 Panzer 4H und da sieht man es auch schon, eine Kompanie mit nur 7 Panzern ist nicht viel. Normalerweise müsste so eine Kompanie aus, ich glaube, 14 Panzer bestehen, 15 Panzer bestehen plus Kommandoelement. Wir können also sehen, da ist die Stärke dieser Kompanie schon auf die Hälfte zusammengeschrumpft. Dazu haben wir noch einen Panzerpionierzug, zusätzlich das 1. Bataillon Panzerregiment 31, bestehend aus der 1. Kompanie mit 4 Panthern, der 2. Kompanie mit 3 Panthern und der 3. Kompanie mit 4 Panthern. Auch hier sehen wir wieder, normale Zahlen müssten so um die 15 sein, wie weit runtergekommen diese Kompanien in dem Fall schon sind. Noch dazu kommen Elemente der schweren Panzerabteilung 505 in Form von 4 Tigern. Und dann natürlich, ja tatsächlich mit auch das Wichtigste, unsere Infanterie bzw. unsere Panzergrenadiere. Wir haben mit dabei das 1. Bataillon Panzergrenadierregiment 14. Dazu kommen noch einige Unterstützungstruppen in Form von vorgeschobenen Beobachtern und Aufklärungsfahrzeugen. Nach 25 Minuten wird uns zusätzlich noch ein Panzerpionierzug bereitgestellt, sowie eine Flakbatterie bestehend aus 2 Flakwegen mit einer 20mm Kanone, die ungefähr nach einer halben Stunde dann auf dem Gefechtsfeld auch auftauchen werden. Was wir noch zusätzlich haben gleich von Beginn an ist, ja,
Unterstützung durch Artillerie, 2 Batterien Selbstfahrer fährt der 105 mm Wespe und eine Batterie, die erst nach 50 Minuten nochmal mit dazukommt. Haben wir also doch signifikant Feuerkraft, die wir hier zusätzlich noch erhalten. Kommen wir zum Gegner. Aufgrund von abgefangenen Funkmeldungen und vor allem nächtlichen Patrouillen ist uns einigermaßen klar, was uns gegenübersteht. Und zwar wurde uns gemeldet, dass wir es mit ungefähr einem Bataillon feindlicher Infanterie, mechanisierter Infanterie, einer Kompanie Panzer und der ein oder anderen Panzerabwehrstellung zu tun haben. Und zwar haben wir im hinteren Bereich sind uns die Panzer gemeldet worden. Und wir können jetzt hier sehen, einmal eine Infanteriekompanie bei diesem kleinen Gehöft, eine weitere Infanteriekompanie weiter in dem Fall nördlich. Und dann haben wir hier noch ein paar gemeldete Infanteriezüge, die an diesen Positionen sitzen. Und das Wichtigste auch vielleicht für uns vorab sind eingetragene Stellungen der Panzerabwehr. Das sind also Positionen, die uns gemeldet worden sind. Diese Informationen können wir auf dem Schlachtfeld entsprechend auch nutzen und das werden wir auch tun. Ziel ist es, die Angriffszone blau, rot, orange und gelb einzuzeichnen, die wir jetzt hier auf der Karte auch schön sehen können. Und das Erste, was wir vielleicht mal machen, ist ein kleines bisschen in die Geländeanalyse gehen. Zwar habe ich jetzt hier auf der Karte schon mal wesentliche Hügel eingetragen. Wir können jetzt also sehen, hier ist ja doch ziemlich hügeliges Gelände, wobei es wirklich nur sehr, sehr, sehr kleine Hügel sind. Und dabei sind mir aber ein paar Positionen doch deutlich herausgestochen. Zum einen haben wir jetzt hier diese kleine Anhöhe und wir können von hier sehen, dass wir am linken Rand der Karte sind und ja gegenüberliegend auf das Dorf blicken können und auf einen ja, kleinen Flussübergang, kleine Brücke hier drüben, die auch unsere Aufklärer beobachten sollen. Dann ist für mich diese Position eine Schlüsselposition. Wir können jetzt hier sehen, von hier aus haben wir einen relativ guten Blick auf den Westteil der Karte und vor allem haben wir Blick hier rüber auf ja. In dem Bereich drüben ist uns eine Parkstellung gemeldet worden. Von hier aus können wir also mit einem vorgeschobenen Beobachter relativ gut Artilleriefeuer lenken. Dann haben wir in diesem Bereich auch wieder, ihr könnt sehen, das sind natürlich relativ kleine Senken bzw. kleine Hügel. Eine Stellung, die ich denke, sich sehr, sehr gut für Panzer eignet. Auch hier, wir können schauen, haben wir relativ weiten Blick hier ins Hinterland. Und von dieser Position aus ebenfalls bis hier rüber hinten können wir das ganz gut überblicken. Also hier eine ganz gute Stellung, um zentral auf dem Gefechtsfeld eine Position zumindest zu Beginn einzunehmen. Dann haben wir noch eine, wie ich finde, recht interessante Stellung hier bei diesem Waldgebiet. Und die liegt auch auf einem Hügel. Und wir können sehen, dass wir von hier aus einen sehr guten Blick haben auf unser erstes Objective. Objective Blau. Das ist diese Ortschaft hier hinten. Und die ist deswegen so interessant, denn hier befindet sich eine große Brücke. Und die können wir ebenfalls von hier einigermaßen einsehen. Das heißt, von hier aus können wir Artilleriefeuer lenken auf zentrale, wichtige Positionen in der Mitte des Gefechtsfelds. Des Weiteren eine Schlüsselposition hier ist diese Position. Auch von hier aus, wir können sie sehen, wir haben einen recht guten Blick bis nach Osten rüber auf ein sehr hügeliges Gelände hier in der Mitte des Spielfelds. Das wird auch noch eine zentrale Rolle spielen, denke ich, in dem Szenario. Und hier tatsächlich auch ist das mit ein Objective, das wir einnehmen müssen. Ich habe mich jetzt nur auf die Hauptobjectives, also auf die Zielorte konzentriert. Wir haben nämlich auch noch eine Aufklärungsabteilung dabei und die hat Sonderaufträge. Die sollen zum Beispiel hier einen Beobachtungsposten einrichten und den ein oder anderen Übergang über den Fluss erforschen. Aber wie gesagt, das sind so Nebensachen, die müssen wir zumindest in dem Hauptbriefing nicht komplett besprechen. Auf der rechten, auf der östlichen Kartenseite ist noch eine Position, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Wir haben hier einen sehr, sehr kleinen Hügel. Ich glaube, das ist bloß Hügel 191 und wir können sehen, ja, es ist wirklich sehr, sehr klein. Ja, es ist maximal 1, 2, 3 Meter, die hier hochgehen. Aber wir können an dieser Position wunderbar, denke ich, Panzer ja, nahezu schon verstecken und bei Bedarf hier rausführen. Und wir können hier sehen, dass wir aus dieser Stellung heraus einen sehr, sehr guten Blick relativ weit in die Karte rein haben. Ja, wir können da hinten in der Entfernung das Dorf erkennen. Kann man ein bisschen rauszoomen, damit wir sehen, über welches Dorf wir hier sprechen. Wenn wir jetzt hier vorfahren, können wir auf diese Ortschaft hier blicken und ihr seht hinten auch schon sind die Markierungen noch drin von unseren Funkübertragungen, die wir abgefangen haben. Hier in dem Bereich befindet sich momentan ja mindestens eine Kompanie Panzer. Ich gehe mal von T-34-85 aus, dürfte zu der Jahreszeit relativ gut passen. Das heißt, wir drehen uns hier mal um, dass wir von dem Hügel da drüben schon mal ein ziemlich gutes Sichtfeld haben und Schussfeld auf die Position, wo eventuell die feindlichen
Panzer mit vorbeikommen. Das sind jetzt für mich jetzt erstmal prinzipiell die Schlüsselpositionen, die es auf der Karte gibt, was Hügel betrifft. Natürlich ist eine der entscheidenden Schlüsselpositionen bzw. Hindernisse auf der Karte ist der Fluss bzw. das Flussbett, das sich jetzt hier verläuft. Und ich mache hier mal die ganzen Einblendungen weg. Wir können hier sehen, in diesem dunklen Gelände, das ist immer ein Hinweis darauf und wir können das auch überprüfen, indem ich mir jetzt einfach ein gepanzertes Fahrzeug nehme, eine Bewegungstaste drücke und wir können sehen, ich kann hier keine Marker setzen. Das heißt, unsere Panzer kommen hier nicht durch. Das ist übrigens ein kleiner Tipp, wer sich mit den Karten und sich das Gelände nicht so unbedingt merken kann, man kann immer so ganz gut überprüfen, kommen da Panzer, Fahrzeuge, Infanterie oder dergleichen mehr durch. Wir schalten es jetzt wieder ein und wir können sehen, dass wir hier in den Bereichen größer als nicht durchkommen, außer eben über die Brücken. Und deswegen sind es natürlich Schlüsselstellungen auf der Karte. Wir haben hier auf der linken Flanke eine leichte Brücke. Die müsste sogar bis zu Panzern alles tragen. Tigerpanzer werden nicht durchkommen. Für Tigerpanzer wäre hier diese Furt sicherlich geeignet. Und wir haben noch weitere Übergänge im Bereich des Flusses. Einmal in der Mitte des Gefechtsfelds, einmal hier eine Furt, eine leichte Brücke. Dann bei der zentralen Ortschaft, bei unserem Zielobjekt Blau, ebenfalls eine kleine Furt und eine schwere Brücke, die es natürlich einzunehmen gilt, denn letztendlich, wir müssen ja das Ganze auch ein bisschen weiterdenken. Nach dem Szenario, wenn wir diese Schlacht gewonnen hätten, sage ich mal, wollen wir natürlich auch noch vielleicht weitere Kräfte nachführen und dafür ist diese Brücke von essentieller Bedeutung, deswegen werden wir die auch einnehmen müssen. Des Weiteren befinden sich weiter westlich auf der Karte noch zwei Übergänge, ein Übergang, einmal diese leichte Brücke hier in dem Bereich und ich glaube, es war auch hier irgendwo noch eine Furt. Nee. Also, das zwingt uns natürlich auch, dass wir die Brücken und die kleinen Übergänge über den Fluss natürlich nutzen können und macht es natürlich extrem wichtig. Dafür bereits natürlich auch aufgrund der Gegebenheiten einen Plan gemacht. Ich fange jetzt mal hier an beim Objective Blau bei der Ortschaft und ich blende mal eben den Namen ein. Objectives an, Landmarks an, Karawai. Und ihr könnt sehen, auf der Karte sind sehr, sehr viele Punkte eingetragen, also Point 210.8, Hill 213.1, also man kann hier auf der Karte mit den Markierungen schon ein bisschen sehen, wo sind die Geländeerhebungen, denn auf den ersten Blick sieht die Karte natürlich relativ flach aus und die Geländeerhebungen sind auch jetzt nicht so entscheidend, aber dort, wo Geländeerhebungen sind, und wir können zum Beispiel hier sehen, Punkt 215, muss ich vielleicht auch noch zu meinen Schlüsselpositionen mit hinzufügen, von diesem Bereich hier aus dominieren wir doch wichtige Teile des Schlachtfelds auch, das wird sicherlich auch im Laufe der Partie noch eine große Rolle spielen, aber soweit sind wir noch nicht, denn wir müssen natürlich erstmal den Fluss überqueren. Unser Hauptziel ist zwar Angriffszone Blau und wir können es hier auch schon an der Setup-Zone sehen, die hier in dem Bereich recht groß ist, aber mittlerweile recht leer. Liegt daran, dass ich die leer geräumt habe, denn das meiste habe ich auf die linke Flanke verlagert. Warum das so ist, werde ich gleich noch erklären, denn wenn ich mir anschaue, was meine Einheiten hier für den Weg nehmen müssten, wir hätten also hier auf dieser Straße, wären wir natürlich sehr, sehr gut gedeckt, außer vielleicht von dem Hügel 215 dort hinten, aber sobald wir hier um die Ecke kommen, na, wo geht's auf die Brücke zu? Sobald wir hier auf die Ecke kommen, in dem Bereich sind, haben wir über diese Ortschaft, die einsehbar ist, und wir haben hier auch schon zwei Meldungen über Packgeschütze. Zum einen mal hier in diesem Waldstück wird eine vermutet, beziehungsweise wurde eine gesichtet, und wir können sehen, dass die hier doch ein relativ gutes Sichtfeld hat. Plus haben wir eine gemeldete Packstellung in diesen Bereich. Also alles, was sich im Prinzip dann auch der Straße nähert, muss hier hinten zwar an den Bäumen vorbei und durch, aber die Pack hat immer wieder Schussfelder auf unsere vorbeifahrenden und vorbeiziehenden Panzer. Noch dazu gehe ich davon aus, und es ist ja auch eingetragen, dass hier mindestens ein Zug der Sowjets in der Verteidigung steht. Für mich ist der Angriff hier direkt, zumal wir uns hier über die Mitte natürlich auch über die Flanken beschossen werden können. Das heißt, hier aus östlicher Richtung müssen wir aufpassen und natürlich auch aus westlicher Richtung. Ist mir zu heiß, dieses Pflaster hier direkt in der Mitte durchzugehen. Und so habe ich mich entschieden, dass wir über die linke Flanke marschieren. Und hier habe ich auch den Großteil meiner Einheiten mit aufgebaut. Denn hier in dem Bereich befindet sich... Beginnen wir mal mit der Infanterie. Wir haben hier die komplette erste Kompanie. Erstes Bataillon Panzerregiment 14 und die dritte Kompanie.
erstes Bataillon Panzergrenadier 14 und wir können schon sehen, wie wenig Einheiten bzw. wie viel wenig Mannstärke die Kompanien auch noch haben. Wir können ja mal reinschauen, zum Beispiel beim dritten Zug. Was sind beim dritten Zug übrig? Das Kommandoelement, einmal Pioniere, ein leichtes Maschinengewehr und ein Trupp hier mit 7 Mann sind noch übrig. Das ist alles, was von der kompletten Kompanie übrig ist. Also die erste Kompanie und die dritte Kompanie werden mit dem Auftrag erhalten, hier über die Flanke zu gehen. Dafür werden sie entlang dieses Hügels, wir schauen mal jetzt hier, wir sind hier also sichtgedeckt, werden hier an dieser Flanke vorbeigehen. Auftrag der ersten Kompanie wird es sein, hier den Übergang bei der leichten Brücke plus etwas weiter östlich den Übergang hier an der Furt einzunehmen und zu sichern. Sobald die erste Kompanie diesen Bereich gesichert hat, wird die dritte Kompanie über die Brücke vorstoßen und weiter ins Landesinnere vorstoßen. Geplant ist jetzt erstmal ein Vorstoß bis ungefähr auf diese Höhe. Das Ganze wird natürlich durch unsere Panzer abgesichert. Dazu wird die erste Kompanie schwere Panzerabteilung 505 sowie die zweite Kompanie 1. Bataillon Panzerregiment 31. Wir können es ja auch schon sehen, ich habe die Wegmarkierung schon gesetzt, hier hinter dieser Hügelkuppe Stellung nehmen und können dann, sobald die erste Kompanie sich Richtung auf ihr Ziel bewegt, hier quasi in teilgedeckter Stellung, also Wanne unten, hier auftauchen und das Gelände überblicken, hoffentlich feindliche Infanterie, die sich hier unten sicherlich befinden wird, plus Panzerabwehrstellungen in Schach halten. Denn gleichzeitig mit der Infanterie wird die 5. Kompanie 2. Bataillon Panzerregiment 31 ebenfalls mit der 1. Kompanie vorstoßen und direkt hier an dem ersten Übergang und dem zweiten Übergang etwas weiter westlich im Nahbereich sichern. Jetzt mögt ihr vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, mit den Panzern so nahe an die Infanterie ran. Ja, korrekter Gedanke, nur die sowjetische Infanterie hat im Prinzip so gut wie überhaupt keine Panzerabwehrmöglichkeiten. Im ganz, ganz nahen Nahbereich können vielleicht noch Molotow-Cocktails geschmissen werden, allerdings über effektive Panzerabwehrwaffen wie Bazookas oder Panzerfaust verfügen die Sowjets nicht. Das ist in ihrer Doktrin nicht mit drin, deswegen bin ich hier in diesem Bereich mit meinen Panzern relativ sicher, denn wir können auch hier sehen, sobald sich meine Panzer hier in der Stellung befinden, sind die nicht mehr einsehbar von den Packpositionen, die sich hier oben befinden. Beziehungsweise mutmaßlich. Wir können uns die Stellung hier mal anschauen. Hier wurde uns eine Pack gemeldet und wir können sehen, dass wir in den tiefer gelegene Gelände hier bei der Brücke überhaupt nicht reinschauen können. Das heißt, unsere Panzer 4, die wir da vorziehen, sind hier sicher. Durch Infanterie brauche ich mir keine allzu großen Bedenken haben. Und ob hier vorne Pack steht oder nicht, dafür kümmert sich dann im Nahbereich die Infanterie. Noch dazu werde ich eine Feuermission von unseren selbstfahrerfetten Wespe. Eine Batterie wird hier Rauch legen beim Vormarsch und eine weitere Batterie wird hier hinten die mutmaßliche Stellung der Panzerabwehr behaken. Ich gehe im Übrigen auch davon aus, dass hier mehr als nur eine Pack steht. Wir können sehen, dass wir hier ein ziemlich gutes Sichtfeld haben auf diesen Hügel hier drüben. Und wenn ich mir diese Stellungen hier noch ansehe, etwas weiter hier drüben, ist natürlich auch ein gutes Gelände, falls meine Panzer hier auf der Seite durchbrechen. Ich gehe davon aus, dass hier oben mindestens 2 Packstellungen sind. Von daher wird es hier Artilleriefeuer geben. Das werden wir jetzt dann auch gleich noch mit eintragen. Sobald die erste Kompanie den Übergang über die Brücke gesichert hat, wird die dritte Kompanie hier über die Brücke vorstoßen und weiter Richtung Norden wandern. Und tatsächlich, der Plan hört hier fast schon auf, denn ab da müssen wir einfach mal schauen, wie sich die Lage entwickelt, wie auch vor allem sich feindliche Panzer verhalten, wo wir Packstellungen treffen. Aber Fakt ist, erste Kompanie sorgt für den Durchbruch, dritte Kompanie bricht schnell durch, gleich im Anschluss und versucht möglichst schnell Richtung Norden zu kommen. Das Ganze dann im Verbund mit den Panzer 4 der 5. Kompanie und der 8. Kompanie, 2. Bataillon Panzerregiment 31. Sobald die Übergänge hier über das Flussbett auch sind, werden unsere Panther und Tigerpanzer ebenfalls möglichst weit nach Norden vorstoßen
und mindestens erstmal hier die Höhe 213 nehmen. Und wir können sehen, dass wir von diesem Bereich hier auch Richtung Norden wieder relativ gute Sicht haben. Ja, und ich möchte natürlich versuchen, dass wir mit unserer Reichweite, die unsere Panzer haben, hier ist auch eine gute Stellung, von der aus wir relativ weit ins Hinterland auch blicken können, um anrückende Panzer hoffentlich zu zerstören. Warum gehe ich davon aus, dass die Panzer auf dieser Seite fahren? Das hat einen Grund. Wenn wir uns auf der rechten Seite des Schlachtfelds, des Gefechtsfelds mal umschauen, haben wir hier sehr sumpfiges Gelände. Das heißt, in diesem Bereich werden Panzer gar nicht so richtig durchkommen. Wir haben zwar hier Brücken, aber so im Großen und Ganzen ist dieses Gebiet relativ ungeeignet für Panzer. Darum gehe ich davon aus, dass die Panzer ebenfalls auf ihrer rechten Flanke, das heißt auf unserer linken Flanke, das heißt hier von der Angriffszone Orange, hierüber in diesem Bereich sich wahrscheinlich fortbewegen werden. Deswegen ist für mich die linke Seite hier sehr, sehr wichtig zu stärken und möglichst schnell durchzubrechen. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, ich werde relativ lange brauchen, bis ich wahrscheinlich hier über die Flussübergänge drüber bin. Panzer können nur einzeln drüber fahren. Hier könnte es Probleme geben, dass meine Panzer vielleicht stecken bleiben. Eventuell ist es ein bisschen matschig. Müssen wir schauen. Auf alle Fälle wird es eine Zeit lang dauern, bis ich hier das große Kontingent an eigenen Truppen über den Fluss gebracht habe. Das, was ich hier längst an Geschwindigkeit verliere, hoffe ich ausgleichen zu können über sehr gute Positionen, die wir dann hier zum Beispiel auf dem Hügel 210, können wir hier auch sehen, Hügel 210 oder weiter auf der linken Flanke, Hügel 211 und Hügel 212, dass wir da dort aus den Feind relativ gut in Schach halten können. Sobald die dritte Kompanie hier über die Brücke drüber ist, wird die erste Kompanie verlegen. Wir können hier sehen, dass wir aus der Position der ersten Kompanie hier entlang des Flusslaufs oder ausgerückten Flusslauf verlegen können. Wir sind hier auch recht gut gedeckt durch die Anhöhe, die wir hier linksseitig haben. Das heißt, wir können hier relativ ungesehen, ungehindert Richtung Dorf vorrücken. Das ist eine relativ große Entfernung. Wir werden viel Zeit damit verlieren, bis wir hier hinten tatsächlich die schwere Brücke freigeräumt haben. Aber wir werden zum einen über die linke Flanke mit der ersten Kompanie gehen und für eine ordentliche Zangenbewegung brauchen wir natürlich noch ein zweites Element. So, der dritte Zug, zweite Kompanie, den haben wir jetzt hier auf der ganz rechten Flanke und die werden hier auch rechts an der Flanke vorstoßen und den Übergang über den Fluss hier sichern. Deswegen Infanterie, weil wir hier natürlich jetzt hier auch noch Gebäude haben, die wir vielleicht auch noch von Feindkräften säubern müssen. Deswegen gehe ich hier mit einem relativ kleinen Kontingent rein. Ich erwarte hier auch keine allzu schweren Gefechte. Das Vorrücken der Infanterie soll natürlich gesichert werden durch Panzer. Die stellen wir hier auf den Punkt 192. Den haben wir vorhin auch schon gesehen. Von hier aus können wir ja in das Dorf einblicken und vor allem hier auf der rechten Seite. Wir zoomen jetzt hier mal ein kleines bisschen ran. Machen wir die Landmarks weg. Relativ weite Gebiete hier im Hinterland sehen. Sobald die Infanterie den Punkt geklärt hat, werden natürlich hier die Panzer auch nachrücken und weitere Punkte im Landesinneren einnehmen. Allen voran hier den Hügel 197 und 196. Wir können sehen, dass wir von hier aus sehr, sehr gute gedeckte Stellungen einnehmen können mit einmal Sicht hierüber. Und einmal hier Sicht auf die rechte Flanke. Das ist also das Ziel für die dritte Kompanie, 1. Bataillon, Panzerregiment 31. Was ich vorhin beim Briefing noch unterschlagen habe, wir haben auch noch ein Aufklärungselement. Und die habe ich auf der Karte auch entsprechend aufgeteilt. Die Befehle sind auch schon erteilt. Zum einen sollen wir hier vorne diesen Punkt einen Beobachtungsposten einrichten. Das können wir machen. Ist auch schon bereits eingetragen. Ihr könnt hier sehen, die blaue Linie, da sitzt meine Infanterie ab und wegt sich dorthin. Generell werden die Panzerfahrzeuge, die Aufklärungsfahrzeuge auf der rechten Flanke ja, das Vorfeld aufklären. Werden sich anschauen, ob wir hier irgendwo unter Beschuss kommen. Entlang dieser Straße. Und schauen, dass wir einen Weg finden, unsere Panzer unbeschadet auf diese Anhöhe zu bringen, von wo aus sie natürlich erstmal gute Chancen haben, die Infanterie zu unterstützen. Ja, und sobald wir dann das Hauptzielangriffsziel blau von möglichst zwei Seiten in die Mangel genommen haben, werden wir natürlich auch mit den Resten der zweiten Kompanie direkt vorstoßen und die Angriffszone blau einnehmen. Viel weiter, wie gesagt, geht mein Plan noch nicht, denn normalerweise läuft dann eh mal alles schief.
Wichtig ist, Angriffszone blau einnehmen, die Hügel dahinter und dann evaluieren wir die Situation neu und schauen, wie wir uns hier bewegen. Ich habe natürlich, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, die Befehle für die erste Runde oder ersten Runden, denn wer Combat Mission kennt, wir können es jetzt hier auch schon sehen, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Befehlskette eingegeben, die wird nicht in einer Minute fertig sein, ja, aber die Befehle bleiben bestehen über die Runden hinweg und dementsprechend habe ich jetzt hier schon ein bisschen vorausgeplant. Was wir sehen können, ist, dass hier ein paar Einheiten schon sehr weit nach vorne marschieren und zwar ist es hier der erste Zug, erste Kompanie Panzer Aufklärungsabteilung 5, die uns auch zugeteilt worden ist, hier mit aufgesessenen Aufklärern, die schicke ich jetzt schon mal direkt hier rüber. Zum einen ist mir nicht ganz klar, wo ich hier in diesem Bereich Übergänge finde, wo ich hier durchkomme, denn das Gelände ist hier auch teilweise unpassierbar für die Infanterie. Und zum anderen ist der Plan, dass ich hier in diesem Bereich dann auch mit dem ersten Zug, erste Kompanie anlande sozusagen und die von der Flanke hier letztendlich die Stellungen hier vorne oder mutmaßlichen Stellungen hier infanteristisch unter Feuer nehmen können. Dazu schicke ich meine Aufklärer erst hier rüber. Die bewegen sich gleich sofort. Wir können auch gleich sehen, ob sich eventuell hier in diesem Bereich, und ja, das ist dann leider das Schicksal von Panzeraufklärern. Letztendlich sind sie zu einem gewissen Maße auch dafür da, Feindfeuer auf sich zu ziehen, um feindliche Stellungen zu identifizieren. Das heißt, wenn sich meine Fahrzeuge hier bewegen und wir bekommen hier irgendwo Packfeuer rein, weiß ich natürlich auch, dass meine Panzer hier unten noch nicht gut aufgehoben sind. Dafür sind sie da und dafür werden sie gebraucht. Und genau das ist auch jetzt derzeit ihr Auftrag, dass hier der erste Zug, erste Kompanie, Panzerklärungsabteilung 5, das Gelände erstmal schon mal begutachtet. Des Weiteren habe ich hier Befehle erteilt und zwar schon mal für den ersten Zug, erste Kompanie Infanterie. Und zwar können wir hier sehen, die reihe hier im Prinzip hintereinander auf. Hier ist es gedeckt, das heißt hier den Anmarsch. Kann uns keine feindliche Pack irgendwie unter Feuer nehmen. Das heißt, ich führe die jetzt einfach hier hin auf ihren Bereitstellungsraum und von diesem Bereitstellungsraum hier in dem Bereich werden sie, sobald ich denke, dass es jetzt passt, den ähnlichen Weg gehen wie die Panzeraufklärung, sich hier vorbewegen, hier absitzen und das Gebiet dann von Feindkräften säubern. Des Weiteren habe ich schon Befehle erteilt für meine Tigerpanzer von der 1. Kompanie Schwere Panzerabteilung 505. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass sowohl die Tigerpanzer und ich habe jetzt hier ein paar Positionen mehr, letztlich hier an diesem Hügel kam erstmal Aufstellung nehmen. Allerdings sollen die erstmal hier hinter der Deckung bleiben. Jetzt muss ich mal schauen. Hier geht es fast ein bisschen weit raus. Geh mal drüber. Ja, da könnte schon gesehen werden. Den Panzer muss ich nochmal abändern. Muss ich nur rausfinden, welcher von den Panzern das ist. Das sind einmal hier die Tiger und ebenfalls auf die Position am Berg kommen die Panther. Ja, der ist ein bisschen weit vorne. Beide haben eine ausgezeichnete Kanone, die 8,8er natürlich auf den Tigerpanzern und die 75mm L70 KWK 42 auf den Panthern. Beide sehr durchschlagskräftig, auf große Entfernung geeignet. Nur im Herangehen muss ich natürlich ein bisschen anders agieren mit den Tigern. Die Tigerpanzer, die werden dann auch, sobald hier oben meine Infanterie abgesessen ist, auch sehr, sehr schnell nachgeführt werden. Denn die möchte ich möglichst schnell hier über die Brücken drüber bekommen, beziehungsweise hier über den Übergang. Denn ich brauche die Tigerpanzer hier weiter hinten natürlich auch zur Absicherung gegen feindliche Panzer. Die sollen sehr, sehr schnell durchstoßen. Die werden also wahrscheinlich auch in die Nähe von Infanterie kommen. Und der Vorteil bei den Tigerpanzern ist, dass die eigentlich rundum herum sehr, sehr stark gepanzert sind. Während der Panther durch seine abgeflachte Panzerung vorne deutlich höheren Panzerungswert hat. Nach vorne allerdings ist der Panther an den Seiten wesentlich anfälliger, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Deswegen möchte ich hier dem Gegner natürlich auch bloß die Vorderseite zudrehen. Die Panther werden dann auch den Vormarsch der Tiger aus dieser Position noch begleiten und beobachten und gegebenenfalls unterstützen, während die Tiger der Infanterie quasi hinterher eilen. Des Weiteren steht hier natürlich noch die dritte Kompanie. Die dritte Kompanie wird sich natürlich allerdings erst in Bewegung setzen, sobald hier die leichte Brücke gesichert ist und wird dann durch das Gelände hier nach Norden hin vorstoßen. Was haben wir noch für wichtige Befehle? Ich habe hier noch den dritten Zug, 1. Kompanie Panzeraufklärungsabteilung. Die werde ich noch in Position bringen. Das sind die Aufklärer mit den 20mm Kanonen. Die Fahrzeuge werden ebenfalls, sobald die Brücke erobert ist, sehr schnell hier durchstoßen, ins Hinterland durchbrechen und versuchen, feindliche Packstellungen aufzustöbern, bevor wir mit unseren Panzern dort ankommen. Das ist Sinn und Zweck dieser Aufgabe, dieser Kompanie, dieses Zuges.
Dann haben wir die erste Kompanie, 1. Bataillon Panzerregiment 31. Das sind 4 Panther. Die bringe ich auf der Höhe 214 unter. Ebenfalls am Anfang noch in gedeckter Stellung und bei Bedarf kann ich die hier sowohl in diese Richtung, das heißt eher nordwestlich, aber ja, hoch oder rausschauen lassen oder hier Richtung nordöstlich Einheiten unterstützen. Das ist natürlich aber auch erst eine Position, die wir am Anfang erstmal einbehalten werden. Die werden dann, sobald die Übergänge gesichert sind, natürlich auch weiter nach Norden vorstoßen. Des Weiteren haben wir hier in dem Bereich in der Mitte noch unsere zweite Kompanie minus einen Platoon. Die ist also hier anzufinden. Die wird dann die Ortschaft bei Angriffszone Blau einnehmen, sobald wir da einigermaßen gesichert angreifen können. Und hier drüben hatten wir schon gesprochen, haben wir die Panther der dritten Kompanie, 1. Bataillon Panzerregiment 31, sowie den dritten Zug, 2. Kompanie Panzerregiment 14, die über die rechte Flanke vorstoßen. Ich habe noch ein paar weitere Befehle erteilt. Wir haben noch so ein bisschen Unterstützungseinheiten. Unter anderem, sehr, sehr wichtig, haben wir 2 vorgeschobene Beobachter. Einmal hier den Leutnant Schlaffer. Der hat auch schon seinen Befehl erhalten. Und zwar bewegt sich das Fahrzeug bis hier rüber. Und dann lassen wir den Leutnant absitzen und sich hier auf diese Position begeben, von wo aus er recht gute Sicht auf die Ortschaft Caravia hat. Unser Objective Blau. Unser zweiter Artilleriebeobachter ist hier. Dann können wir auch sehen, der wird mit dem Fahrzeug verlegt an diesen Wald, steigt dann ab und wird dann hier oben Position beziehen. Von hier aus sollte sich konzentriertes Feuer einmal unserer Artilleriebatterien in Form von Selbstfaller Fette Wespe und wir haben auf dem Schlachtfeld auch noch angehängt an die einzelnen Infanteriekompanien. Wir können mal hier rüberschauen. Na. Jetzt springt er rüber. Wir haben auch pro Kompanie ein Fahrzeug mit schwerem Granatwerfer 81 mm dabei und die vorgeschobenen Beobachter haben Funkverbindung. Die können sowohl die Mörser anfordern, die auf der Karte sind, als auch die Mörser bzw. die Artilleriebatterien, die nicht auf dem Gefechtsfeld hier zu sehen sind. Die sind irgendwo da hinten. Gut, das heißt, wir haben die Position von unserer vorgeschobenen Beobachter. Wir haben die Position von unserer Aufklärer und wir haben den groben Auftrag für unsere einzelnen Panzer- und Infanteriekompanien. Dann würde ich sagen, legen wir eigentlich los. Ich werde natürlich Feinheiten, die ich jetzt hier noch eingestellt habe, im Lauf des Spiels immer mal weiter erklären. Ihr könnt auch hier sehen, zum Beispiel für die 5. Kompanie, das sind die Panzer, die ich vorgesehen habe, die direkt mit der Infanterie dann vorrücken sollen. Die werden wir auch in den Bereitstellungsraum bringen. Die habe ich aber momentan, ich habe die Wegpunkte gesetzt, aber ich habe es auf Pause gesetzt. Liegt einfach daran, wir werden hier eh schon einen Stau haben. Es bewegen sich jetzt erstmal hier die Tigerpanzer, dann soll sich die Infanterie der ersten Kompanie, erster Zug bewegen und so weiter und so fort. Und so kann ich ein bisschen steuern. Ich kann hier schon meine Wegpfade angeben, dass ich es nicht vergesse. Kann aber auch dann erstmal pausieren und sagen, erst wenn ich die Pause freigebe, sollen sie ihre Bewegungen starten. Genau. Ist ein recht arbeitsintensiver Prozess. Wer Combat Mission kennt, viele. Ich kenne viele, die spielen nur möglichst relativ kleine Szenarien. Das ist wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen der Sweet Spot bei dem Spiel. Viele spielen hier eher so kleine bis mittelgroße Szenarien. Ich bin ein großer Freund von möglichst großen Karten, die einem einfach ein bisschen mehr taktische und operative Tiefe bieten. Aber es ist nur mein Ding. Aber natürlich sind sie sehr arbeitsintensiv. Denn eins ist klar, Combat Mission ist ein Micromanagement-Spiel. Ich muss jede Bewegung, jede einzelne Einheit auf dem Spielfeld koordinieren und angeben. Da läuft nichts großartig automatisch. Aber ich möchte die Kontrolle auch haben und das macht mir Spaß. Man muss halt einfach mal Zeit investieren, das habe ich gemacht. Ich würde mal sagen, mein Setup, nur die Wegpunkte und sowas legen, wird mich wahrscheinlich grobe 2 Stunden gekostet haben. Wir können mal hier drüber schauen, welche Bewegungen ich jetzt alle schon eingetragen habe. Hier für die erste Kompanie. Dann schauen wir mal, ich glaube hier drüben haben wir relativ weitreichend, ja, wie ich die Befehle erteilt habe, das werden wir im Laufe des Let's Plays, wer noch neu ist in Combat Mission, ihr werdet genügend Tipps und Tricks hier bei dem Spiel von mir erhalten. In dem Spiel kenne ich mich wirklich gut aus. Da macht mir so schon keiner was vor. Und natürlich werde ich hier auch in diesem Let's Play, wie in den anderen Let's Plays zu Combat Mission auch, immer wieder mal den einen oder anderen Trick verraten, wie man vielleicht einige Sachen gut handelt, wie man mit der Engine umgeht und so weiter und so fort. Gut, ich würde sagen, die Pläne stehen, beziehungsweise eins wollte ich noch machen. Und zwar die Feueraufträge für meine Infanterie.
Die kann ich in dem Fall von diesem, ich glaube, einen Feuerauftrag habe ich schon gemacht. Ich schaue jetzt mal nach. Vielleicht setze ich die einfach nochmal neu. Machen wir Ceasefire. Hier Zugführer! Achtung! Feuerunterstützung sofort einstellen! Ich wiederhole! Feuerunterstützung einstellen! Ich wiederhole! Zugführer an Bataillon! Feuerunterstützung einstellen! Zugführer an Bataillon! So, da überschneiden sich jetzt gerade die Audios ein bisschen. Im Übrigen hier auch viele, viele Mods am Werkeln. Unten in der Beschreibung habe ich euch einen Link zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr euch das Modpaket, so wie ich es habe, ich habe sowohl Grafikmods als auch Mods für die UI unten, also für die Benutzerführung mit drin, als auch eben Soundmods. Ich habe jetzt einfach meinen Ordner mal zusammengepackt, zusammengezippt. Könnt ihr euch gerne runterziehen, natürlich ohne Gewähr, dass irgendwas klappt oder nicht klappt. Aber ja, Soundmods finde ich bei Comet Mission tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig. Gut, wir legen jetzt nochmal unsere Feueraufträge, damit wir es ein bisschen transparent machen. Wir können hier sehen, ich kann momentan zwei der Mörser ansprechen. Der dritte geht gerade nicht. Wahrscheinlich hat er keine Funkverbindung, könnte ich mir vorstellen. Und hier sind unsere Off-Map-Haubitzen. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier die erste Batterie und geben ihr ein lineares Ziel. Und zwar sollen sie feuern von hier bis hier. Wind kommt aus Westen. Das heißt, wenn ich natürlich hier hinschieße, verbläst es mir den Rauch weiter hier rüber, was ganz gut ist. Dadurch müssten die feindlichen Infanteriestellungen eigentlich ganz gut mit Rauch eingenebelt sein. In dem Bereich, wenn hier der Rauch fällt, soll meine Infanterie ankommen und geschützt durch den Rauch absitzen und feindliche Stellungen klären. Ich nehme dazu drei Geschütze. Sie sollen Rauch verschießen. Die Dauer macht man nur short. Das sind zwischen drei und sechs Rauchgranaten und ich mache es mit einer Verzögerung von 10 Minuten, denn ich muss natürlich erstmal hier schauen, dass meine sämtlichen Fahrzeuge hier auch in den Bereitstellungsraum kommen, dass alles ja ordentlich steht, dass meine Infanterie und meine Aufklärer schon mal ein bisschen Arbeit leisten konnten und dann soll die Artillerie runterkommen. Das machen wir also in 10 Minuten. Confirm. Bleiben die Artilleriekoordinaten, Gruppenführer, markieren Sie sofort die Koordinaten. Gut, Feueranforderungen empfangen. Dann nehmen wir denselben vorgeschobenen Beobachter nochmal, nehmen unsere zweite Batterie und mit der möchte ich ebenfalls ein lineares Ziel treffen und zwar von hier bis... Moment, das war falsch, das war nicht linear. Linear Target, also Zielbereich von hier bis hier rüber. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass in dem gesamten vorderen Bereich wahrscheinlich feindliche Packs stehen. Also könnte gut davon ausgehen, dass da mehr als eine steht. Ich feuere in dem Fall ebenfalls mit drei Rohren. Ich mache als Mission Medium. Bedeutet, Harass ist eine sehr geringe Feuerrate. Es kommt ein Schuss. Dann kommt wieder irgendwann eine Artilleriegranate. Also im Prinzip über einen langen Zeitraum möglichst wenig Munitionsansatz, was dazu führt, dass aber der Bereich, ich sage jetzt mal, in der Bewegungsfreiheit gehindert ist. Ja, bei leicht fängt es ein bisschen stärker an und tröpfelt so nach, sage ich mal. Bei Medium ist relativ starke Feuerrate und bei Heavy wird sehr, sehr schnell auf kurzer Zeit alles rausgehauen, was es da gibt. Ich entscheide mich für Medium. Und als Länge nehme ich ebenfalls Medium. Das sind so zwischen 12 und 15 Granaten, die dann verschossen werden. Und als Munitionstyp wähle ich jetzt hier Personal aus. Das ist gerade im Wald noch viel, viel verheerender. Das heißt, es sind mit Annäherungszünder. Die gehen also quasi ein paar Meter über den Boden auf und regnen dann im Prinzip Schrapnell von oben herab. Ist im Wald sogar noch viel gefährlicher, als es auf offener Ebene ist. Warum wähle ich jetzt hier Personal und nicht General? General ist explosiv, explodiert am Boden. Ich muss nicht zwangsläufig die Pack zerstören. Ich muss nur schauen, dass ich die Infanterie von der Pack wegbekomme, also die Pack-Besatzungen. Dementsprechend schauen wir mal, dass wir von oben mit Schrapnell da einiges erreichen. Auch hier, ja, da bin ich überlegen. Vorabfeuer, nee, machen wir auch nach 10 Minuten. Das ist unser Nebelwand und hier oben, wenn wir die Packs nicht zerstören, falls überhaupt dort Pack ist, werden wir sie zumindest für den Zeitraum unterdrücken. Das Artilleriefeuer dürfte so 3-4 Minuten laufen. In den 3-4 Minuten möchte ich es geschafft haben, dass meine Infanterie an die Ziele rankommt, dass meine Panzer in die Ausgangsstellungen kommen und ja, dafür ist das Unterdrückungsfeuer eben gedacht. Gut. Ja, das müsste es gewesen sein. Wir machen jetzt hier noch... Nein, habe ich jetzt nicht confirm gemacht, oder? Das Ziel habe ich jetzt nicht gemacht. Müssen wir nochmal schnell schauen. Nein. Ja, dann legen wir sie halt nochmal. Linear Target von hier bis hier. Drei Rohre. Medium Personal 10 Minuten und confirm. Wo bleiben die Koordinaten?
Führer, markieren Sie sofort die Koordinaten. Gut. Das heißt, unser Setup steht. Hat mich sehr, sehr viel Arbeit gekostet, das so aufzusetzen. Übrigens, ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht doch einfach durch die Mitte gehen soll, ob der Missionsdesigner das vielleicht so gewollt hat, denn es ist das Hauptziel an den Rändern einer Karte entlang. Es kann manchmal ein bisschen gamey sein, denn natürlich fehlt mir der Beschuss von linksseitig, aber da hier über die Feindaufklärung, die uns der Szenario-Designer, das ist übrigens George MC, einer der berühmtesten Szenario-Designer für Combat Mission. Ich muss ganz ehrlich sagen, Szenario von George MC nehme ich immer, muss ich gar nicht vorher durchlesen, sind immer Weltklasse. Also wer nach Szenarien sucht, George MC, große, große Empfehlung. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Weiß es gerade nicht. Durch die Mitte. Ah ja, genau. Deswegen gehe ich jetzt einfach davon aus, wenn hier auch schon Parkstellungen drin sind, der Szenario-Designer wird sich schon auch gedacht haben, dass man über die Flanke kommt. Wie gesagt, Nachteil ist, es wird wahrscheinlich, ihr seht schon, es wird schon überhaupt 10 Minuten dauern, bis ich hier mit dem Anmarsch beginne. Die 10 Minuten gehen mir natürlich dann von der Zeit flöten. 3 Stunden hört sich erstmal viel an, die Karte ist aber groß, wir haben viel feindliche Infanterie, wir haben Packgeschütze, wir müssen in einigen Bereichen deutlich langsamer vorwärts gehen. Also könnte und sollte natürlich trotzdem spannend bleiben, auch wenn ich jetzt hier über die Flanke rübergehe. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir das, was das Spiel am spannendsten macht. Gehen in die Replay-Phase. Können es jetzt hier auch schon mal an ein Fahrzeug anhängen. Sieht auch da meistens immer recht schick aus. Ich drücke auf den roten Knopf. Dann wird der Zug quasi im Vorhinein berechnet. Und dann kann ich ihn mir so oft anschauen, wie ich möchte. Ja, für die Phase kann man natürlich die Icons auch mal ausmachen. Das Ganze hier ein bisschen genießen. Lustig, manche Leute werden wahrscheinlich mit den Augen schlackern, wie man die Grafik genießen kann. Ich kann es genießen. Ich finde die taktische Tiefe, die dieses Spiel bildet und das Ganze dann auch noch mit einer einigermaßen ansprechenden Grafik, ist schon sehr, sehr toll. Was aber nicht heißt, dass es mir schon recht wäre, wenn wir vielleicht hier Steel Division Grafik hätten. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Gut. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal hier aus der Perspektive der Aufklärer an. Ob wir hier Feuer reinbekommen. Genau, hier müssten jetzt eigentlich die Trupps absitzen. Ja, Infanterie sitzt ab. Bin mich gleich mal gespannt, wie die sich bewegt, wie und wo die hier durch das Gestrüpp durchkommt. Und wir spulen nochmal zurück. Wer schon ein paar Let's Plays von mir gesehen hat mit Combat Mission, am Ende schaue ich mir das Ganze immer nochmal in einer großen Übersicht an, wo man möglichst alles sehen. Lasst es einmal ablaufen und da lassen sich nochmal ein paar Feinheiten erkennen. Natürlich werden wir später auch noch wesentlich öfters in die nahe Ansicht wechseln. Jetzt geht es erstmal darum, in den ersten 10 Minuten wird nicht viel passieren. Das machen wir natürlich jetzt möglichst schnell, bis wir dann den ersten Kontakt haben, beziehungsweise bis unsere Infanterie dann auch im ersten Bereich angekommen ist und die Artillerie feuert. Da werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Replays gehen. Wir können hier drüben sehen, dass die erste Kompanie, erstes Bataillon Panzerregiment 31 ist auf dem Weg und auch unsere Aufklärer hier hinten im westlichen Teil der Karte sind bereits unterwegs. Feindliches Feuer scheint hier noch keiner zu bekommen. Interessant wird sein, ob hier der Aufklärer unter Feuer kommt, aber sieht bisher nicht so aus. Und tatsächlich, momentan, die verblassten Feind-Icons heißen nur, da war mal Kontakt, da wurde mal was gesehen. In dem Fall ist es halt unsere Aufklärung, die wir hatten. Wir haben derzeit noch keinen direkten Sichtkontakt zu einer gegnerischen Einheit. Gut, erledigt. Und tatsächlich muss ich jetzt auch nicht allzu viel befehlen. Oder muss ich schon? Ich kann mal schauen. Ja, meine Panzer sind jetzt beinahe schon in Stellung. Das bedeutet, ich kann meine Infanterie auch schon in den Bereitstellungsraum lassen. Ihr könnt sehen, wie die sich hier bewegen. Die lasse ich jetzt erst los. Sobald die Panzer im Prinzip hier oben in Position sind, ist hier unten ja die Bahn wieder frei.
Und dann bringen wir dann hier mal unseren ersten Zug, erste Kompanie hier in den Bereitstellungsraum. Die Pause hebe ich auf. Das zweite Fahrzeug kriegt 5 Sekunden Pause. Das dritte Fahrzeug 10 Sekunden Pause, dass sie so ein bisschen Abstand haben, sonst behindern die sich gegenseitig. Das vierte, 15 ist ein bisschen viel. Nochmal 15. 20 und das letzte Fahrzeug gehen wir mal auf 30 und hier 45. Das heißt, die Fahrzeuge sind dann in Bewegung. Panzer sind unterwegs. Genau. Das heißt, wir werden jetzt hier mal unsere in die Bereitstellungsräume gehen. Nehmen wir die Pause mal auf. Mit wichtig hier zu beginnen wird natürlich sein, dass wir einfach die feindlichen Parkstellungen aufdecken. Die natürlich, die Sowjets hatten zu dem Zeitpunkt ja auch die ZIS-2, das ist eine 76mm Panzerabwehrkanone, die durchschlägt auch unseren, kann auch unseren Panther und auch unsere Tiger durchschlagen. Klopfen zwar erstmal an, aber haben natürlich auch ihre Schwachpunkte, diese Panzer, die in dem Spiel alle bis aufs kleinste minutiös mit dargestellt sind oder mit behandelt werden. Ich sag nur solche Geschichten wie, beim Panther gibt es so eine Stelle, die wurde dann auch bei späteren Modellen ausgemerzt, wo sich im Prinzip panzerbrechende Munition mehr oder weniger zu einem bestimmten Punkt, der verwundbar war oder schwach gepanzert war, hingeführt worden ist. Also Shot Trap, weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Oder bei den Sturmgeschützen die sogenannte Saukopfblende, die anfällig war für feindliche Geschosse, ist ja alles im Spiel auch mit enthalten. Na Moment, die Saukopfblende war die Verbesserung, da war der Panzerungsschutz dann besser, was davor die MG-Halterung war, die war etwas schlechter. Gut, zweiter Zug, ist auch nicht viel passiert, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Und hier ist unsere Infanterie auch schon fast am Ausgangspunkt. Da ich jetzt hier da meine gepanzerten Fahrzeuge kein Feindfeuer erhalten haben. Ich werde jetzt mal hier schon mal... wisst ihr was? Nee, Moment, da warten wir noch. Kein Feindfeuer erhalten haben, würde ich sagen, bringe ich meinen ersten Zug tatsächlich auch schon mal in Stellung. Und schauen wir mal, wie sieht die... okay. Ich hatte die Infanterie hier absetzen lassen, und zwar hier direkt hier rüber. Das machen sie nicht. Das heißt, die gehen hier oben rum. Das heißt, das Gebiet ist hier undurchdringlich. Ich probiere es vielleicht mal auf dem Sektor. Das heißt, wir führen jetzt mal unsere... das erste Fahrzeug hier hin. Die Infanterie kann dann gleich absteigen. Na, wisst ihr was? Die lassen wir hier zwar absteigen. Aber ich lasse die hier weiter vorne aussteigen. Ja, so sollte das vielleicht ganz gut klappen. Zweites Fahrzeug. Letztlich kann man ja dem alten Pfad ja dann folgen. Dann bewegen die sich ungefähr gleich. Und geht auch relativ schnell. Einmal absitzen. Dann mal nochmal zwei weitere Aufklärer absitzen. Leichtes Maschinengewehr, alle runter vom Fahrzeug. Und dann haben wir hier den zweiten Zug. Den zweiten Zug lassen wir noch ein bisschen warten. Gut. Und schon geht's weiter. Und nicht wundern, ist natürlich jetzt der Schnelldurchlauf, bis wir dann auch Kontakt haben. Passiert jetzt natürlich erstmal nicht so viel. Wir werden uns natürlich dann nachher auch in den Replays die einzelnen Gefechte auch in der Nahansicht machen. Das ist ja das Schöne am Wego-Spielprinzip. Es ist nicht so, ich sag mal, so ein echtes Strategiespiel spiele ich immer so aus der Perspektive. Ja, ich sehe hier Einheiten, da tut sich was, dann mache ich wieder neue Order. Aber ich komme nie in die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei dem Steel Division, ich komme nie oder sehr selten in die Möglichkeit, mir das einfach auch mal in schön anzugucken. Was bringen mir die ganzen schönen Panzer? Oh, was ist da passiert? Hier ist was passiert. Die schönen Panzermodelle, wenn ich quasi nie rangehen kann und hier durch die Actionphase, die ich beliebig oft zurückspulen kann, und ich habe jetzt hier zum Beispiel auch mal wieder zurückgespult. Das war ein Packgeschoss. Ich habe es gerade noch gesehen, wo ist es? Na?
Wo ist es? Da! Da war es. Nee. Vielleicht doch kein Zar, außer wenn es aus dieser Richtung kommt. Vielleicht steckt in diesem Waldstück auch eine Packstellung. Ich schaue mir das jetzt mal an. Ich muss sagen, von hier aus hätte ein Artilleriebeobachter der Sowjets oder eine Packstellung auch einen hervorragenden Sichtbereich und Schussfeld, ein hervorragendes Schussfeld. Ah ja, hier die Straße runter. Da, das wäre so eine Stellung, wo ich mit einer Pack stehen würde. Ich frage mich nur, offensichtlich wurde dieses Fahrzeug hier entdeckt. Ja, das Fahrzeug wurde irgendwie entdeckt. Es ist die Frage. Und zwar, mein vorgeschobener Beobachter hat kein eigenes Funkgerät. Doch, hat ein Funkgerät mit dabei. Ja, Radio, dann passt es. Ich kann den aber natürlich jetzt auch nicht zurückfahren, weil der Fahrer mit ausgestiegen ist. Hm. Müssen wir schauen. Aber wie gesagt, dafür sind ja Aufklärer auch da. So, und die weiteren. Jetzt. Wir können jetzt sehen, Packstellung wurde aufgeklärt. Ich klicke die Pack an und wir können sehen, dass dieser vorgeschobene Beobachter, der Leutnant Jutting, hat hier sich Kontakt mit auf die Pack. Wir können mal schauen. Ja, da steht sie. 76 mm, das müsste CIS-2 sein. Was natürlich scheiße ist, dass die den vorgeschobenen Beobachter jetzt hier bemerkt haben. Den werde ich da wahrscheinlich ein bisschen in Sicherheit bringen müssen. Ich nehme die Pause wieder auf. So, und hier wird spannend, was unser erster Zug hier macht. Sowjetische Infanterie hat als Panzerabwehrwaffe Panzerbüchsen dabei. Die sind für unsere Panzer kein großes Problem, aber eine Panzerbüchse durchschlägt natürlich locker hier diese SD-Kfz. Aber da jetzt meine Aufklärer hier vorne noch nichts abbekommen haben, traue ich mich jetzt hier die Infanterie zuzuführen. Ich bewege mal meine Aufklärer mal ein Stück zurück. Und dann haben wir natürlich jetzt hier unsere aufgesessenen Aufklärer. Die bewege ich jetzt erstmal schnell hier weg. Und dann etwas langsamer mit U-Hand. Das bedeutet, sie bewegen sich so lange auf diesem Zielpunkt zu, bis sie Feindkontakt haben. Dann, sobald sie Feindkontakt haben, werden sie langsamer, beziehungsweise bleiben stehen. Das macht der Handbefehl. Und dann machen wir mit den Aufklärern hier das, was sie tun sollen, nämlich aufklären. Gut. Zweite Zug. Ich glaube, mit dem warten wir noch ein kleines bisschen. Aber ich habe hier noch weitere Pausen. Und zwar werden die Panzer 4, die sind dann auch die Nahunterstützung für die Infanterie am ersten Zielpunkt. Die führen wir jetzt ran. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Was können wir noch ranführen? Das Kompaniehauptquartier. Kann ich auch ranführen. 30, 5, machen wir mal 30 Sekunden Pause. Und hier 45 Sekunden Pause. Dann haben wir auch schon wieder genügend Bewegung da drin. Und hier haben wir ebenfalls noch die Panzer. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche zuerst kommen. Ne, passt. Gut. Leutnant Jutting. Ist der was? Leutnant Jutting soll sich langsam, also kleinste Gangart, ein bisschen hier wegbewegen von dem Punkt. Dass die Pack vielleicht nicht mehr ganz so genau weiß, wo der zu finden ist. Das wäre das eine. Und dann habe ich gesehen, haben wir noch eine zweite Packstellung aufgeklärt. Eine CIS-3 ist es. Da habe ich mich getäuscht, keine CIS-2. Und zwar hier drüben unser Leutnant Schlaffer hat hier Sichtkontakt zu dem Packgeschütz. Ja, auch eine gute Position hier. Auch wenn wir die Packets selber nicht sehen. Aber er hat sie wohl mal gesehen und identifiziert. Schon ganz gut, dass wir nicht durch die Mitte gehen. Wir können hier sehen, die bei grünen Linien, die hier weggehen, sind die Artillerieanforderungen, die wir quasi vor dem Start der Partie schon gehabt haben. Also die Nebelbank und das Artilleriefeuer. Dementsprechend kann er momentan noch kein
Weiteren Artillerieauftrag. Durchführen, der ist momentan ausgelastet. Ich würde sagen, einen Zug machen wir noch, beziehungsweise eine Runde. Und dann, glaube ich, müsste es für die erste Folge auch schon ausreichend lang gewesen sein. Bin mir ziemlich sicher, dass es dann in der nächsten Ausgabe so richtig losgeht. Aber das seid ihr ja mittlerweile auch, ja nicht nur bei mir, sondern generell natürlich bei Wargames auch gewohnt, dass es meistens immer etwas gemächlicher angeht. Ah, ein zweites Fahrzeug wurde aufgeklärt. Schauen wir mal. Und zwar ein LKW, ebenfalls vom Leutnant Schlaffer. Da kann man auch schon ganz schön erkennen, dass es in Combat Mission kein sogenanntes Instant Spotting gibt, also Sofortaufklärung, wie es doch in dem einen oder anderen Spiel ja auch der Fall ist. Das heißt, sobald ein Gegner in der Sicht, im Sichtbereich einer Einheit ist, ist die aufgedeckt und wird gespottet, wird erkannt. Das ist in Combat Mission nicht so. Man kann sich lange Zeit irgendwo sitzen und keinen Feind sehen, obwohl er da ist. Letztendlich wird da auch simuliert, dass natürlich der Beobachter nicht das gesamte Gefechtsfeld mit einem Blick, der macht ja nicht die Augen auf und sieht alles sofort, sondern ja, wer schon mal öfters draußen im Grünen unterwegs war und versucht, oder wer bei der Bundeswehr war, bei irgendwelchen Manövern mal versucht, auch Feindkräfte, was macht meine Infanterie denn da? Ach du Scheiße, da soll sie sich nicht bewegen. Habe ich da einen falschen Wegpunkt gesetzt? Nee, die müssen auch hier über diesen, die müssen auch hier durch. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber noch bekommen wir kein Feuer ab, das ist gut. Das gefällt mir nicht, dass die Infanterie jetzt hier vorne rumrennt. Anscheinend geht es hier hinten, obwohl es so aussieht, dass es hier so ein bisschen löcherig ist. Anscheinend geht es hier nicht durch. Kann ich jetzt nur das Beste hoffen, dass die Infanterie da drauf kommt. Da drüber kommt. Dann unseren Aufklärer hier drüben, der ist in Stellung. Dann passt es. Würde ich sagen, mach mal genau hier an dieser Stelle in der nächsten Runde weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Das Projekt wird uns jetzt sicherlich noch ein bisschen begleiten. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Like und einen Kommentar da. Das sage ich ja normalerweise eigentlich nie, außer bei ersten Folgen, denn es ist unglaublich wichtig. Likes und auch Kommentare helfen ungemein dabei, dass YouTube sagt, hey, dieses Video ist vielleicht interessant, zeige ich es doch mal Person XY. Ich habe schon so viele Leute kennengelernt, die Combat Mission nicht kannten und einfach froh waren, dass jetzt Combat Mission kennengelernt haben. Und ja, wenn ihr mir da helfen könnt, das Ganze ein bisschen mehr zu verbreiten, bin ich euch natürlich da auch sehr dankbar. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, servus.